Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu Minecraft Episode 1 der Sommerinseln. Wir bauen uns hier gemeinsam einen wunderschönen kleinen Traumort, den man sich... Ich weiß nicht wie ihr, aber ich könnte mir sowas nicht leisten, so ein Haus auf dem See. Wie gesagt, das Ganze bauen wir zusammen. Sieht nach einem Pilzbiom aus, das heißt Essen haben wir erstmal auch reichlich. Und dann würde ich ganz gerne mit euch ein bisschen über Minecraft reden, was Minecraft für mich ist und warum auf diesem Channel plötzlich Minecraft auftaucht. Es war schon immer da, es war nie weg, nur nicht präsent. Und ich denke mal, ich möchte das Haus direkt in diesen See reinstellen. Sieht nämlich echt ziemlich geil aus. Hier mit so einem schönen Wellenbrecher. Wären hier Wellen, würden sie mein Haus nicht nerven. Oh, ist das eine Mushroom? Mushroom? Krass. In meinen ganzen anderen Welten, die ich neu anfange, habe ich noch nie eine gesehen. Und hier ist direkt eine am Anfang. Mit denen kriegt man, wenn man die melkt, kriegt man, glaube ich, eine Pilzsuppe. Also, wir müssen die Pilze hier nicht mal umhauen. Die Frage ist, Pilzbiom, finden wir hier Schafe? Schaf wäre natürlich richtig toll, ich brauche Wolle. Ansonsten müssen wir uns irgendwie die Nacht um die Ohren schlagen. Hoffentlich finde ich den Weg auch zurück. Das ist übrigens der Life in the Woods Mod oder das ganze Paket davon. Beehive. Okay. Ich kenne hier so ziemlich alles nicht. Alles, was in diesem Mod ist, kenne ich nicht. Es ist für mich das dritte oder zweite Mal, dass ich diesen Mod überhaupt anmache. Wow. Oder wollen wir das Haus hier hinstellen? Hier so zwischen die beiden Bäume und da einfach so hin? Ich weiß nicht. Es sieht alles so geil aus. Beim ersten Mal ist mir einfach die Kinnlade runtergefallen und ich musste die irgendwann wieder einsammeln, weil dann die Zunge trocken wurde. Aber es schafft es immer noch, mich völlig für den Socken zu hauen. Ich bin, völlig platt. Ich bin echt völlig platt. Das sieht einfach, es sieht so gut aus. Das ist irre. Oder hier das Häuschen hin. Ich weiß es nicht. Es sieht einfach alles so gut aus hier. Und wir müssen uns so langsam mal ums Essen kümmern. Wo? Da. Auch hier, okay. Wisst ihr was? Ich glaube, ich finde den Startort gar nicht so blöde. Erstmal sieht er ziemlich toll aus. Und zweitens, wenn ich sterben sollte, bin ich direkt neben dem Häuschen. Oh, gibt's hier gar kein Festland? Ist das hier alles nur so ein Inselgedöns? Das wäre gar nicht so toll. Erstmal. Weiß nämlich wirklich nicht, wie ich Wolle kriegen soll. Ich glaube, man kann aus Spinnenseide Wolle machen. Jetzt bin ich nass. Was ist das hier? Mycelium. Okay, das ist eigentlich so ein abwechslungsreicher Mod halt. Gut, keine Hühner hier. Keine Schafe, wie es aussieht. Das heißt, wir müssen jetzt mal dringend anfangen, Bäume zu fällen, damit wir uns irgendwie eine Bleibe bauen können. Und ich weiß auch noch nicht so richtig, wie wir uns die Nacht um die Ohren schlagen sollen dann. Und diese Bäume hier zu fällen wird übrigens auch eine Herausforderung. Oh Mann, die sind ja riesig. Und ich will keinen von diesen Bäumen fällen. Die passen sich wunderbar in die Umgebung ein. Der ist zum Beispiel viel zu groß, um ihn einfach mal so umzufällen. Oh nein, was mache ich denn jetzt? Ja, ich weiß es doch auch nicht. So ein Haus aus Sand bauen? Nee. Die Kühe tragen auch nicht gerade hilfreich was dazu bei. Ich gehe jetzt mal auf diese Insel hier und da fange ich jetzt an rumzufällen. Wir brauchen dringend Werkzeug. Essen gibt's von den Kühen. Und irgendwie müssen wir die Nacht klarkommen. Ich glaube, man, wie ich schon sagte, aus Spinnenseite kann man, glaube ich, Wolle bauen. Das wird aber ein unglaublicher Aufwand. Irgendwie wird man hier sicherlich auch Steine finden und andere Dinge. Hm.
Ach, dieses typische Geklopfe von Minecraft. Übrigens bin ich auch ich bin relativ großer Fan von der Minecraft-Musik. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Spieler es nach einer Zeit einfach schrecklich finden. Ich könnte es mir zumindest vorstellen. Ich zähle da nicht zu. Ich find's großartig. Aber ich spiele es auch nicht so viel, dass es mir jetzt schon schnell auf den Sack gehen könnte. Dazu spiele ich es zu wenig. Wie ich schon sagte, das Spiel war immer da. Es begleitet mich eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren. Seit vielen, vielen Jahren dient es mir als mein absoluter Rückzugsort. Ich hatte auch lange überlegt, ob ich das wirklich aufzeichnen soll. Denn ich komme eigentlich hierher, wenn ich mal wirklich irgendwie abschalten muss. Also irgendwie, weiß ich nicht, der Tag war einfach nur Sülze. Im Kopf herrscht auch nur gähnende Leere bzw. Brei. Und man will einfach nur irgendwie so die Zeit, die man sich vielleicht fürs Spielen vorgenommen hat, irgendwie damit verbringen, eine gewisse Ruhe in den Kopf reinzukriegen. Und das geht natürlich am besten für mich mit irgendetwas Interessantem, Kreativen. Sowas wie Minecraft zum Beispiel. Danach fühle ich mich in der Regel sehr erholt. Auch wenn das irgendwie paradox klingt, Kreativität und Erholtsein. Aber es funktioniert für mich. Und ich glaube, ihr wisst genau, was ich meine, oder? Ich denke, ihr könnt das nachvollziehen. Wenn ich euch sage, es funktioniert erholend. Es hat erholende Maßnahmen. So, solange wir noch ein bisschen Restlicht haben, muss ich mal zurück auf die Heimatinsel, wo die Kühe sind. Ein Holzschwert hätte ich mir nochmal bauen sollen. Aber ich hatte gehofft, wir haben noch genug Tageslicht, um mal irgendwie ein paar Steine zu kriegen. Die Sommerinseln fangen jetzt schon an, kompliziert zu werden. So, wie war das nochmal? Ah, sehr gut. Oh, gleich 4 Stück. Hoffentlich stacken die Sachen. Hallo, Kuh. Ach, das gibt keine Animation. Ah, okay. Ich bin die ganze Zeit am Rechtsklicken. Ach, das mag ich an dieser Pilzsuppe gar nicht. Dass die Teller nicht stacken. Das finde ich total bescheuert. Danke. Danke. Nom, 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 nom. Kannst du mir gleich einen neuen Teller geben? Nee. Oh shit, oh shit, oh shit. Jetzt wird's richtig, richtig, richtig dunkel. Da hinten ist die Sonne. Das wird ja eine interessante Nacht. Ob wir das mal überleben, das weiß ich noch nicht. Und sich einfach in ein Bodenloch zu vergraben, ist jetzt auch keine Option, immer ganz ernsthaft. Ich meine, was wäre das denn für ein Let's Play? Bitte schaut mir 40 Minuten zu, wie ich in einem Loch sitze. Aus dem Buch könnte ich euch vorlesen. Oder irgendwelche Witze erzählen. Ja, geht schon los. Ja, super. Ja, nervt nicht. Komm her. Wer kennt sie nicht, die berühmten Schwimmspinnen? Hast du Seide? Hat du Möhrchen? Ne, hat du nicht, Manu. Ich find's ganz cool, dass wir einen großen Teil des Environments hier einfach stehen lassen können, weil das einfach schon so gut aussieht, dass ich das überhaupt nicht verändern will. Und dass wir hier so viel zu essen haben, ist einfach ein Segen. Oh, Haie. Ist ja geil. Sind die aggressiv? Eigentlich nicht, ne? Haie sind nicht aggressiv, Haie sind ziemlich scheu. Arme, missverstandene Tiere. Na, wartet mal. Gucken wir uns das mal an. Hallo. Hi. Hi. Auch gruselig bei Nacht im offenen Wasser. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Aber dann kann man mit einer Flashlight Fische oder Oktopusse beim Jagen beobachten. Und, wie sieht's aus? Oh, jetzt hast du mich aber ganz schön erwischt, Kollege. Und ich war hier, hab dich verteidigt. Andererseits sollte man auch nicht unbedingt bei Nacht mit Haien schwimmen gehen. Nom, 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 nom. So, dann regenerieren wir. Da hinten sind wieder ganz viele Kühe, die mir alles
Fischsuppe, hätte ich beinahe gesagt. Fischsuppe mache ich aus den Haien irgendwann. Nein, mache ich nicht. Pilzsuppe, die könnten mich mit Pilzsuppe versorgen. Was ist das denn hier? Giant Club. Okay. Minecraft ist so eines der Spiele, wo ich absolut keine Probleme damit hätte, das Ding auf Deutsch zu stellen. Oh nö, ihr Pansen. Läuft, Alter. Denk ja nicht dran, deinen hässlichen Arsch hier in der Gegend zu sprengen. Das kriege ich nie wieder repariert, so schön wie es war. Njau. Skelettenbogenschützen. Läuft. Hier ist auch so viel Schatten, dass die bei Tageslicht wahrscheinlich immer noch lebendig sind. Das ist doch echt ein Witz. Wieso war denn der Tag so verdammt kurz? Respawn. Mann, jetzt hätte es auch mal Tag sein können. Was ist denn? Feuer? Hä? Hallo? Was ist das denn? Hä? Bin ich da gestorben? Ist das irgendwie so ein Beacon, wo man seine Leiche wiederfindet? Oder wie funktioniert das? Ich muss das jetzt mal angucken gehen. Jetzt sind wir wieder satt. Aber ich hätte viel lieber Tageslicht. Ich verstehe auch nicht. Es kann gar nicht richtig Tag gewesen sein. Ja, das scheint. Ja, das ist mein Koops. Es scheint nie richtig Tag gewesen zu sein, als ich diese Map gestartet habe. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das war ja ruckzuck. Ich meine, gut, wir sind ein bisschen rumgeeiert, aber. Ey, komm schon, so schnell. Du. Ja, das war ja nichts, Kollege. Degeneriertes Schwein. Und da kannst du dich gerne im Wasser sprengen. Habe ich keine Schwierigkeiten gegen. Sag mal, wie lange braucht man eigentlich, um eine Spinne mit der Hand zu töten? Gut, ich meine, die ist riesig. Aber trotzdem. Gut, gehen wir jetzt mal irgendwo hin. Bäume fällen. Mal gucken, ob wir Besuch kriegen in der Zeit. Auf das Tageslicht warten. Wobei wir dann immer noch wahnsinnig viele Gegner hier haben werden. Durch so viel Schatten können die sich einfach wahnsinnig gut verstecken hier. Oh, dann kommt schon der nächste. Ach, Riesenbäume, auch schwer zu fällen. Oh, auf den hier kann ich mal draufklettern. Und mich dann von oben nach unten arbeiten. Leichter gesagt als getan. Irgendwo hier muss der Eingang sein. Ah, da. Direkt ein Sapling. Können wir gleich neu pflanzen, um unser schlechtes Gewissen nochmal gut zu machen. Wieso dauert die Nacht so verdammt lange? Das ist doch ein Witz. Mann, da finde ich so ein tolles Startgebiet. Wunderschön. Und kann hier nichts machen, weil direkt Nacht geworden ist. Es ist auch manchmal einfach besser, in der Nähe von Schafen zu starten, oder? Jetzt mal ehrlich. Man baut sich schnell ein kleines Loch in die Wand rein oder in den Boden, stellt da ein Bett hin und dann hat man überhaupt keine Probleme mehr. Und wir werden viele Spinnen töten müssen. Dann müssen wir nachts in die Minen. Das hilft alles nichts. Müssen wir uns gleich einen Mineneingang bauen, damit wir nachts verschwinden können. Ressourcen suchen. Kohle. Eisen. Stein. Ja, Stein werden wir automatisch kriegen. Ach, da kommt er schon. Hä, wieso bist du denn so schnell? Klein ist er auch noch. Tyrion? Tyrion, bist du's? Ich finde, Zombies sollten sich auflösen, wenn man sie ins Wasser schubst. Haben die schon immer so viel HP gehabt? Ist ja Wahnsinn. Hehe. Auflösen. Los, löst dich auf. Was ist das überhaupt für ein Zwerg? Da lässt er was Besonderes?
Dann halt nicht. Da ist eine Kuh. Können uns ein bisschen was zu essen machen. Kommt hier gerade mal jemand? Ja, natürlich kommt hier gerade jemand. Eine Spinne, ein Zombie und ein bisschen... Ach, das ist der Mond. Scheiße, die Sonne geht ja in der die Richtung auf. Nee, nicht Escape, Mann. Wie oft eigentlich noch? Ich lern's nie. Davon kann man eh nicht genug haben. Gib das mal her. Ja, ja, du bist gleich dran, Kuh. Keine Sorge. Zack, zack, zack. Hier kriegst einen mit dem Teller. Der hat auch so viel HP. Scheint ja doch normal zu sein. Ich dachte irgendwie, der Kleine wäre was Besonderes. Juhu, Sonne. Boah, mach mal hin, ey. Ja, 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 jetzt verpiss dich. So, Entschuldigung. Mann, Dirt? Nein. Was ist das? Slimeball. Und was macht man damit? Wieso brennst du noch nicht? Wieso brennst du noch nicht? Und du? Ah, sehr schön, es fängt langsam an. Ach ja, richtig, Slimeballs, jetzt weiß ich's wieder. Ihr brennt ja irgendwie nicht so stark. Was ist das denn jetzt? Wieso brennt er nicht? Wieso hat er eine Rüstung an? Wie heißt er denn? Der heißt Zombie. Gut, und er nimmt praktisch keinen Schaden. Hinterlässt er auch ein Stück Rüstung? Ich meine, Goldrüstungen, Goldwaffen haben nie existiert. Warum sollte man etwas aus weichem Metall machen? Aber in alten Rollenspielen hielt man das für eine gute Idee, irgendwie Goldsachen anzubieten oder Kristallsachen. Hier hast du eine Kristallrüstung. Sie bricht nur beim ersten Kontakt mit egal was. So, Kuh. Du darfst weiterleben. Wo ist der Sapling? Ist das schon der... Ich lern's nicht. Oak Sapling, you. Oh, ein Apfel, geil, was zu essen. Ein bisschen traue ich mich da gerade nicht hin, aber gut, schauen wir mal. Da sind ja die ganzen Kühe mit den vollen Suppenäutern. Aber hier ist wahrscheinlich auch alles voller Spinnen und Zombies und Skelette. Weil die noch übrig sind. Es gibt hier so viel Schatten, wo die sich verstecken können. Ich wusste gar nicht, dass es so ein Beacon gibt. Wie gesagt, Life in the Woods. Was ist das für ein... Was? Oh, guck mal, der Stein da. Der ist ja perfekt. Der hat so ziemlich alles, was ich gerade mal brauche. Und ich finde, der passt ja landschaftlich nicht in mein Bild. Hallo. Hast du mal ein bisschen Pilzsuppe? Du auch. Fantastisch. Und du? Und war hier nicht noch eine? Na gut. Machen wir uns mal satt. So gut es eben geht. Hintereinander essen hat irgendwie nicht so viel gebracht, ne? Jetzt habe ich da auf der rechten Seite so einen goldenen Haufen Fleisch, aber es hat jetzt irgendwie nicht so richtig zur Sättigkeit beigetragen. Das verstehe ich nicht so ganz. Aber das sind so Dinge, die werden wir... Ich hasse, dass ich den falschen Knopf drücke. Das sind so Dinge, die werden wir gemeinsam herausfinden. Nope, ich brauche das, das und das. Und dann eine kleine Schaufel. Dankeschön. Und dann hätte ich gern mal eine Pike. Vielen Dank. Gut, wo fängt das hier an?
Also können wir auch die Erde eigentlich abtragen. Dann bauen wir uns da drauf irgendwie so eine Hobbit-Hülle hier hin. Mit ein paar Bäumen oben drauf und ein paar Blumen oben drauf. Und der Eingang wird die Mine sein für uns, wo wir halt einfach nur ewig weit nach unten klettern können. Wir müssen auch ziemlich tief runter. Ich glaube, so tief wie das Wasser hier ist, müssen wir erstmal ein ganzes Stück nach unten, bevor wir sicher graben können. Sonst fluten wir uns die eigene Mine. Was? Aber was ist das? Migmatite? Aha. Ja, okay, nehme ich mit. Kann ich daraus einen Ofen bauen? Wenn ja, ist das schon cool. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viele ich habe. Wie viele habe ich? 7. Na, 2 noch. Quatsch, 8. Hallo Gedöns. Komm mal hierher. Zack, 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 zack. Passt. Das ist ja Wonderbra. Dann können wir uns direkt Kohle bauen und daraus können wir uns dann direkt... Ich habe kein Holz mehr dafür. Mangel. Aber ich weiß, wo Holz rumliegt. Bin ich vergiftet? What the fuck? Man darf diese Pilze nicht anfassen. In was für einem Leben bin ich denn hier gelandet? Ich habe jetzt die Axt ja gar nicht mehr. Ich wollte hier ein Sommerparadies bauen und jetzt das. Giftige Pilze, alles voller Spinnen. Wahnsinnig kurze Tage, viel zu lange Nächte. Ich mach das mit der Hand. So wie sich das gehört. Minecraft-Stil. Na komm schon. Ein bisschen Stein will ich mit nach da hinten nehmen. Mir mal ein Schwert draus machen. Und dann fangen wir auch schon sofort an mit dem Hausbau. Und werden, also je nachdem, wie gut wir jetzt hier wegkommen, werden wir die Nacht vielleicht auch mit Spinnenjagd verbringen. Das ist zu hoch. Und wir brauchen dringend ein Bett. Ganz dringend. Es bringt irgendwie nichts, die Sachen hintereinander zu essen. Waren hier nicht mal 3 Kühe? Nö. Aha. Wo ist denn die dritte? Ach, egal. Da drüben sind genug Kühe. So, Tschüssikowski. Mein Zeug lag irgendwie gar nicht beim Grabstein rum, ne? Ich dachte, die Sachen werden einfach fallen gelassen. Oder ist das hier wieder mit dem Mod ein bisschen anders? Kriegen wir das auch mal weg? Ich will nicht, dass das hier so rumleuchtet. Oh! Okay, so geht das also. Gut. Ach, dann leuchtet es auch nicht mehr. Ja gut, lassen wir stehen als Erinnerung. Ah, so läuft das. Man muss das rechts klicken. Mit dem Schleim lege ich mich erstmal vorsichtshalber nicht an. Bin noch nicht irre. So, eine Kuh bitte. Eine Kuh zu mitnehmen. Hallo. Mö. Könnte natürlich auch viele dieser Pilze einfach fällen und sie mir ins Inventar legen. Dann könnte ich mir eine Pilzsuppe jederzeit on the fly machen. Oh Gott, sind hier viele. Wahnsinn, sind hier viele. Oh, guckst du hier? Ist ja geil. Hätte ich ja den Berg gar nicht abtragen müssen. Egal, wir machen das trotzdem mit der Hobbit-Höhle. Nur ist das dann halt kein Mineneingang, weil, wofür? Wir haben hier einen. Plopp. Habe ich noch? Nee, so richtig viel ist das hier nicht mehr. Aber guti gut. Will mich jetzt auch nicht beschweren. So, dann gib mir mal...
Wie viel nehmen wir dann da so? Das war jetzt ein bisschen zu viel. Egal. Und der Eingang, ich möchte den Eingang haben. Von wo wollen wir denn? Da ist die Mine. Das heißt, ich will von hier aus da rein. Ich will von hier aus rein. Eine Zugbrücke wäre auch was Geiles, oder? Erstmal wird das Haus sehr viereckig sein. Und danach adden wir noch so ein bisschen Winterterrasse auf die rechte Seite hinzu und andere Dinge. Nee, nicht drauf bauen. Das dauert so lange, das abzubauen. Hier oben ist man ja echt gefundenes Fressen für die Bogenschützen, ne? Kriege ich das auch irgendwie leichter hin? Nein. Oh, da müssen wir jetzt durch. Fundament gießen. Ah, hör auf damit. Nee, Mann. Nerv. Das hat mich ganz schön hungrig gemacht. Dann bauen wir wieder ab. Oh, bevor es wieder dunkel wird. Hast du noch ein bisschen Suppe? Na, schade. Bevor es dunkel wird. Ich hatte doch Stein. Hier ist Stein. Zack. Achso, ich habe keine Dinger mehr. Hier, mit Dingern meine ich Stäbchen. Das ist so das, was ich unter Dinger verstehe. Zack, zack. Domo. Das kommt weg, das kommt weg. Hat du Kohle? So, die ersten vier Fackeln. Es fängt so langsam an, Form anzunehmen. Hat du Suppe? Hat jemand von euch noch Suppe? Suppe? Hallo? Gott, ich liebe Pilzsuppe. Ich will auch eine Mushroom. Wenn es Mushroom im richtigen Leben gäbe, wäre ich Bauer. Landwirt. So ein Bio-Landwirt. Mit Bio-Kühen, auf deren Pilze wachsen. Das würde ich toll finden. Ich glaube, ich bin einfach zu dusselig dafür. Mit Schwimmen geht das einfach besser. Okay, es wird dunkel. Tschüssikowski. Moment. Scheiße. Da war ich zu schnell. Nee, nicht hier, sondern hier. Da möchte ich rein und dann möchte ich da. Jo. So, jetzt aber, Tschüssikowski. Das Licht sieht ja echt atemberaubend aus. Zack. Tschüss. Ach ja. Ist auch nicht besonders tief. Das ist für den Anfang gar nicht mal so schlecht. Blue. Okay. Das muss alles mit diesem Biomes of Plenty zusammenhängen. Das sind so Gegenstände, die ich alle nicht kenne. Und Texturen, die ich nicht kenne. Ich habe früher Minecraft, das heißt früher, mit einem Reality-Texturpaket gespielt. So hieß es, glaube ich. Wo das alles so ein bisschen auf echt gemacht ist. Fand ich sehr schick. Ich weiß nicht, ob man bei Life in the Woods das machen kann. Das möchte ich aber auch gar nicht. Ich kenne nämlich viele dieser Vanilla Texturen nicht und freue mich eigentlich, die jetzt mal hier sehen zu können. Außerdem sehen die echt gut aus. Oh, so schön viel Kohle. Das ist echt ein Segen. Eine Uhr hätte ich noch gern. Um zu gucken, wie spät das ist, dass man da mal das Tageslicht nicht aus Versehen verpasst. What the fuck? Ich hätte hier beinahe eine mit der Pike gehauen. Noch so eine komische Frage. Wie soll ich die eigentlich züchten? Ich habe hier gar keinen Weizen. Ach, ich weiß nicht, wo du herkommst. Wow. Als nächstes finde ich hier noch Diamanten, oder was? Machen wir weiter mit der Kohle.
Da. Was ist das denn hier? Swamp Flower. Aha. Hast du eigentlich eine Suppe da? Danke. Es scheint, dass das nicht viel bringt, wirklich Sachen hintereinander zu essen. Vielleicht sollte man erst wieder was essen, wenn rechts dieses goldene Symbol da nicht mehr ist. Erfahrungspunkte, das sind diese kleinen Kügelchen, die einem entgegenfliegen. Damit kann man Gegenstände verzaubern. Ich weiß aber nicht, ob man damit noch mehr machen kann. Boah, Kuh! Es ist ganz toll, dass du da jetzt reingefallen bist. Willst du das erste Tier sein, das ich schlachte? Das möchte ich nämlich eigentlich nicht, solange ich nicht weiß, wie ich euch züchten soll ohne Weizen. Gut, das wären schon mal 30 Kuh. Das ist so gut, damit kriegt man richtig viele Fackels hin. Gehen wir mal hier entlang des Lavastroms gucken. Immer eine gute Idee. Man darf halt nur nicht reinfallen, sonst war's das. Ah, die nächste Holzhacke. Die gehen ja zum Glück schnell kaputt. Und wenn man erstmal, wenn man jetzt erstmal einmal die Steinpike benutzt hat, dann gewöhnt man sich an die Geschwindigkeit und kann dann nicht mehr zurück. Das ist dann so. Dann will man diese Holzpike nie wiedersehen. Wenn jetzt hier Lava durch die Wand bricht, kann ich hoffentlich schnell genug weglaufen. Aber ich glaube nicht, dass hier Lava in den Wänden ist. Ich bin überrascht, dass so niedrig überhaupt schon Lava ist. Was ist das hier überhaupt? Soapstone. Okay. Kenne ich auch nicht. Auch neu. Ich hoffe, hier ein bisschen Diamant zu finden, neben der Lava. Ich bin nicht wirklich tief, aber es überrascht mich, dass wir hier überhaupt Lava haben. Und ich glaube, ich muss diese Kuh töten. Ich weiß nicht, wie gut die Tiere hier programmiert sind. Weil wenn mir das Ding in die Lava latscht, ist das Verschwendung. So, dann noch den Weg einmal, dass der Weg einmal drumherum abgeschlossen ist. Dann muss ich jetzt nicht den ganzen Weg zurücklatschen. Und bei der Gelegenheit kriegen wir auch wieder richtig Steine, mit denen wir Werkzeug bauen können und ein Fundament. Was ist das? Was ist das? Dirt. Dirt? Okay. Von mir aus Dirt. Solange es keine Lava ist, bin ich damit zufrieden. Was haben wir hier? Limestone. Blue Schist. Hier oben macht es keinen Sinn abzubauen, nehme ich ganz fest an. Und dann gib mir mal das Schwert in die Hand und dann möchte ich mal gucken, wie weit das Licht da oben ist. Was mache ich denn mit diesen bescheuerten Kühen? Was mache ich denn bloß mit diesen blöden Kühen, dass die mir da nicht reinlatschen? Nochmal ein... Die können da aber... So? Wir haben immer noch Licht und die kommen nicht durch. Schwert. Dem gucke ich gar nicht erst in die Augen. Wie sieht das hier aus? Ziemlich ruhig. Dann baue ich mal weiter und zur Not haue ich wieder in meine Höhle ab. Wir sind hier, wie gesagt, gewordenes Fressen für die Bogenschützen. Vielleicht kommen auch keine. In die Richtung möchte ich nicht weiter. Nur noch in diese hier. Ich möchte auch auf Stein verzichten hier bei diesem Haus speziell. Eventuell so als Mann, bist du motiviert. Mann, bist du motiviert. Ich glaube, ich reiß die Brücke da unten ein, den Wellenbrecher, und halte mir Haie mit einem Glasboden. Aber ich will auch nicht, dass Haie sowas Ungesundes wie dich essen. Komm bitte näher, schneller. Komm, mach hin. Komm schnell. Oh, es kommen sowieso wieder neue. Ich glaube, ich möchte das dreispurig haben, aber später. Jetzt noch nicht meine Dinger hier verschwenden. Na, klick, klick, wunderbar.
Was? Mach nicht so einen Krach, wenn du noch so weit weg bist. Arschpansen. Hatte ich nicht mal eine Axt? Sag ich doch. Ah, guck mal hier, da hat sich das jetzt mal eben anders überlegt. Finde ich gut, Kollege. Oh. Das ist auch nicht schlecht, aber es hält die jetzt natürlich nicht fern. Da nimmt er auch die ganzen Erfahrungspunkte mit runter. Habe ich keine Schwierigkeiten mit. Gut, es reicht jetzt erstmal für das improvisierte Vier-Wände-Haus. Fangen wir einfach mal an. Und wenn uns irgendwas nicht passt, das ist ja hier zufällig Minecraft, dann können wir das jederzeit ändern. Angefangen mit Fenstern, Türen, Dach, der ganze Firlefanz. Ich glaube, mit den Fenstern will ich auch nicht warten, sondern fange direkt an mit Fenstern. Holz fällen muss ich jetzt auch wieder. Und ein bisschen Sand abbauen. Ich hoffe, ich kann Sand unter Wasser abbauen. Ich möchte nämlich, wie ich schon eben erwähnte, sehr ungern die Landschaft hier zerstören. Und ich brauche Holz. Ich habe nicht mal genug Holz aufbewahrt, um mir eine Steinaxt zu bauen. Alex. Ich spiele es nicht so häufig. Ich spiele es nicht so häufig, weil ich habe auch nicht so häufig das Bedürfnis, mal so richtig den Kopf abzuschalten. Aber in letzter Zeit hat sich mir das echt aufgezwungen. So, dass ich dann einfach ein bisschen gegoogelt habe. Ich wollte ein wenig Abwechslung. Ich wollte ein bisschen was Neues ausprobieren in Minecraft. Und mir dann einfach bin über Life in the Woods gestolpert. Und das hat mir so dermaßen echt die Augen geblendet, dass ich voller Begeisterung mir das installiert habe. Was ich manchmal auch mache, ist einfach gar nichts bauen, sondern erstelle mir eine neue Welt und sieh zu, dass ich in eine Richtung latsche und versuche da zu überleben. Halt. Ohne jetzt eine Farm aufzubauen, ne? Was weiß ich, ich sehe eine Horde Hühner, dann schlachte ich sie alle, guck wieder auf meine Karte und latsche in eine Richtung. Noch irgendwie so ein Boot in der Tasche. Zur Not baut man sich dann irgendwie eins auf den Weg. Wenn ich irgendwo Eisen sehe, versuche ich auch nicht zu lange mich damit aufzuhalten. Oder Kohle. Immer nur so viel, wie ich halt gesund tragen kann, dass man noch Fackeln hat und Inventarslots frei hat, weil man weiß ja nie, was man so auf dem Weg findet. Gut, dieser Baum wird gefällt und dann pflanze ich einen neuen. Wenn wir erstmal ein paar Skelette getötet haben, kann ich dann auch mit Knochenstaub den Baum wieder schnell wachsen lassen. Ich frage mich nur, eigentlich ist es doch immer der Dschungelbaum, der so vierfach Slots wächst. Und das hier ist ja Oak. Ich wusste nicht, dass die das auch machen. Aber ich denke mal, wenn man hier vier Saplings nebeneinander steckt und dann dort mit Knochenpulver reingeht, dass es dann auch funktionieren müsste. Was wir hier wahrscheinlich nicht haben werden in der Sommerinsel, ist irgendwie so ein richtig, richtig abgefahrener Gemüsegarten, weil ich habe hier noch irgendwie noch keine, es soll ja hier so auch Gemüsebäume geben in diesem Mod, irgendwie so Apfelbaum oder andere Dinge. Das habe ich jetzt hier alles noch nicht gesehen. Ich schätze mal, dadurch, dass das hier ein Pilzbiom ist, existiert das alles nicht. Allerdings hat es auch seinen Reiz, diese Welt dann einfach zu erforschen. Ich habe ja schon auf der einen Seite gesehen, dass es gibt dort wohl Festland in die Richtung. Und das könnte man sich dann anschauen. Ich frage mich dann nur, wie man die Schafe darüber kriegt oder Hühner. Oder gut, Hühner könnte man einfach hoffen, dass ein paar kleine Küken aus den Eiern schlüpfen. Naja. Erstmal. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Erstmal muss ich so lange klarkommen. Beziehungsweise überleben. Aber es scheint, dass wir über diesen Punkt hinaus sind,
Was? Ach, Cobblestone ist das. Das auch? Und was ist dann? Limestone. Ach nein, ich bin einfach nur zu dumm zum... Nee, jetzt habe ich Knöpfe gebaut. Einfach nur zu dumm. Ich bin zu dumm für dieses Spiel. So, was ist mit Limestone? Man kann da trotzdem nichts draus machen. Ja, aus Kabel natürlich. Ach nee, ja, es ist Kabel, es ist nicht... Ich kenne diese Texturen alle nicht. Das ist mein größtes Problem. Ich kenne diese Texturen nicht. Und muss mich da auch erstmal irgendwie dran durchtasten. Gib mir mal die Schüssels. Und die hier kann ich gleich leer essen. Ist praktisch, ne? So Kühe zu haben direkt nebenan. Sonst muss man sich immer erst nochmal irgendwie einen Eimer besorgen, damit man die melken kann. Dafür braucht man Eisen. Wir kriegen es mit einem Holzteller hin. Was ist das hier eigentlich? Du bist auch eine Kuh. Ach, du bist im Gras drin. Bescheuert. Gut, als nächstes würde ich sagen, brauchen wir Sand für ein paar Fenster. Und ich glaube, ich möchte die untere Schicht aussehen lassen wie ein Baum. Also könnt euch das ungefähr so vorstellen. Dafür brauchen wir natürlich extrem viel Holz. Aber wenn die untere Schicht so baummäßig ist, fände ich das, glaube ich, geiler. Man kann ja auf diesem Baumholzzeug auch dann nachher Flechten und Ranken längs jagen. Ja, doch. Ich glaube, das finde ich einen kleinen Ticken besser. Dann machen wir den unteren Kram eben aus Echtholz und den oberen dann aus Holzlatten. Immer so peu à peu. Jetzt nicht alles sofort. Eine Tür brauchen wir eigentlich auch. Und irgendwann müssen wir mal eine Nacht uns rauspicken, wo wir auf Spinnenjagd gehen. Dass wir uns irgendwie Seide bauen können. Aus Seide Wolle bauen können. Druckplatten werden wahrscheinlich auf diesem Holz hier nicht funktionieren, ne? Dann möchte ich die Tür in diese Richtung haben. Oh, schnell was essen. Gut, ich denke, den Sand trage ich von da hinten ab oder ich gehe unter Wasser, damit man hier die Landschaft wieder nicht so zerstört. Aber da hinten hatten wir ja schon gesagt, diesen Bereich trage ich ab und wir bauen uns da eine Hobbit-Höhle drauf, die ich dann mit Pflanzen verziere. Langzeitprojekt. Erstmal müssen wir hier klarkommen mit einem Häuschen und einem Bett. Das war's dann erstmal von mir. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es hat euch gefallen. Ich würde mich wahnsinnig über eine Rückmeldung freuen. Und vielleicht schreibt ihr mir so ein bisschen. Das wäre echt großartig. Wie ihr schon gemerkt habt, bin hier kein wirklicher Experte. Wenn es irgendwelche kleinen, lustigen Kniffs und Tipps gibt, dann bin ich euch da sehr dankbar für. Und verbleibe erstmal soweit. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht es gut alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.